Hey Leute, wollt ihr mal wissen, was passiert mit einer Motte, wenn sie mit sehr viel Wasserdampf in Berührung kommt? Ich glaube, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir gehen mal ins Bad und dann mal los. Ja, hier drin ist schon so viel Wasserdampf, dass das Scheißvieh da oben hängt. Wartet mal, machen wir die Linse sauber. Das kann man gar nicht aufnehmen. Hier drin ist es wie in einer Sauna. Ihr merkt schon, dass das extremst feucht jetzt so gesagt ist. Na, liebe Motte, wird es denn schon ein bisschen anstrengend für dich? Also für mich ist das Atmen hier drin schon sehr. Scheiße, Alter. Jetzt wird meine Kamera auch nass. Ich mache nochmal sauber. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt hier sieht, in Wirklichkeit. Auf jeden Fall seht ihr, dass schon wieder beschlagen ist. Dieses Scheißvieh. Na, Motte? Willst du langsam was? Hier wird es echt unangenehm. Handy gucken. Man sieht nichts. Ja, Leute, das sind so diese Momentaufnahmen, die mir, wenn mir langweilig ist, die ich mache. Aber es ist mal sehr interessant zu gucken, wie es so eine Motte geht, wenn hier sehr hoher Wasserdampf ist. Weil das macht man ja nicht auch alle Tage. Sie hat schon ihre Flügel ausgebreitet. Wie man da jetzt sieht, kurzzeitig. Hallo Motte. Hallo. Motte. Ja, der Wasserdampf ist natürlich hier so hart geworden. Also, das mache ich so mal kurz raus und probiere mal kurz sichtbar zu machen. Das ist jetzt meine Wand und meine krasse Badewanne. Und ja, wie man sieht, sieht man nichts. Und die Motte hängt da immer noch. Ach ja. Die Motte lässt sich auch nicht beeindrucken von irgendwas. Sie zittert aber extrem. Ich kann euch das mal probieren zu erklären. Ja, sie ist jetzt da mit ihren ausgeweiteten Flügeln. Wartet mal kurz. Ja, ausgeweiteten Flügeln und probiert. Ja, jetzt ist sie losgeflogen. Jetzt probiert sie Luft zu holen. Ich bin so ein Scheiß-Tierquäler, oder? Aber egal, Alter. Für die Experimente da. Sie probiert jetzt rauszukommen, checkt aber, dass es nicht wird. Meine Nachbarn denken sich jetzt wahrscheinlich auch, ich mache gerade eine YouTube-Aufnahme. Ich muss mal sauber machen. Da, sie ist jetzt schon an einen höheren Punkt geflogen, aber das wird ihr nichts bringen, weil ja, da wird sie jetzt auch gleich direkt an Luftmangel sterben. Ich habe ihr die Möglichkeit gelassen, hier rauszufliegen, aber sie wollte nicht. Und naja, ne? Das sind jetzt so diese Dinge, du willst nicht, dann musst du sterben. Und ich bleibe da jetzt eiskalt dabei. Sogar für mich wird es jetzt schon schwer. Meine Kamera ist schon hammernass. Halleluja. Hoffentlich nimmt das keine Schäden. Oder sollte die eigentlich auskühlen, hoffentlich. Guten Tag, Miss Motte. Ja, sie ist jetzt am höchsten Punkt geflogen und warum? Das können euch wahrscheinlich irgendwelche Leute in den Kommentaren sagen. Ich glaube, da oben ist die Luft jetzt momentan immer noch am besten. Ja, das wird sich jetzt demnächst ändern. Hier ist meine Lampe, wenn ihr mal gucken wollt. Ich mache nochmal sauber hier. Ja, das sieht man natürlich nicht. Warte mal. Ja, jetzt seht ihr, dass es hier flackert wegen den 50-Hertz-Scheißlampen.
So, Motte, willst du jetzt langsam dich verpissen? Wollen wir mal kurz rausgehen? Leute, ich mach noch mal kurz meine Linse sauber. Zoom noch mal zurück und... Oh! Puh. Also, da seht ihr... So dampft das da jetzt raus. So sieht es da drin aus. Alter Schwede, Mann, da schwitze ich direkt. Lustig. Ja. Eine Menge Wasserdampf, das da jetzt rauskommt. Motte, willst du da jetzt rauskommen oder wie? Ich schmeiß mal kurz was dagegen. Such direkt in. Ja. Ich suche mal jetzt hier irgendwie was. Ja, was hier? Da ist jetzt. Shit. Und ich treffe einfach nicht. Sie lässt sich aber auch nicht beeindrucken davon, ja? Ich bin aber auch bescheuert. Oh, meine kleine Wäscheecke. Hallo. Ich bin direkt in meinem Klotonner getroffen. Okay. Ich bin eine Schwuchtel. So, jetzt haben wir irgendwas Metallisches. Das interessiert sich nicht. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal was hier. Alter! Hallo, Mr. Motte? Ich glaube, die ist schon tot. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Wasser aus. Ja. Okay, die Motte macht da ihre Dinge. Also. Geh mal ein bisschen näher ran mit der Kamera. Hallo, Motte! Hallo! Die will nicht. Alter, die ist tot. Okay, Leute, dann war es das jetzt eigentlich. Ich wollte einfach nur mal gucken, was passiert und wollte das mal ein bisschen aufnehmen. Ich würde mich jetzt wieder daran machen, ein bisschen... mich hier ranzusetzen. Yeah, meinen krassen Zeichenblock und so, yo. Ja, hier könnt ihr mal ein bisschen was gucken. Für die einen, die erkennen das jetzt nicht. Aber für mich ist da meine Zukunft drauf, Leute. Ja, nicht jetzt die Kratzeleien oder so ein Scheiß, sondern was anderes. Nein, natürlich ist das, glaube ich, nicht meine Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich muss es, glaube ich, mal umsetzen. Aber... jetzt habt ihr gerade was gesehen, was nicht so gut ist. Und jetzt seht ihr meine scheiß Messi-Wohnung und sowas hier. Für die Leute, die jetzt noch dran sind. Voll krasses Bonusmaterial. Ja, hier so mein krasses Nike-T-Shirt und... passt auf. Jetzt, wenn ich wundern, ich muss erst aufräumen. Yes, in der Arena. Ich hab früher mit den großen Jungs gespielt. Coole Sache, oder? Coole Sache, Mann. Wollt ihr noch was sehen? Pass auf. Also, wir haben da oben die PlayStation oder die GayStation 3. Ja, ihr seht schon, dass meine Meinung zu der Konsole ziemlich negativ ist. Dann meine krasse Crysis-Figur, ja. Hallo. Ja, dann meine krasse Kamera und so, ne? Und mein krasser Far Cry-Spacken und mein krasser Lüfter und so. Ach ja. Ach, egal. Jo, mein neues Headset, Leute. Ja, vom Mikrofon bin ich jetzt nicht so begeistert, aber ich, wenn ihr wollt, kann ich darüber mal so ein Test-Review-Dingens da machen und so. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Danke, dass ihr reingeguckt habt, und wenn ihr mehr so einen sinnlosen Kram haben wollt, ja, dann schreibt's doch mal in die Kommentare, oder wenn ihr wollt, dass ich euch mal durch meine Wohnung so führe, wenn sie natürlich aufgeräumt ist, ja, dann könnt ihr das natürlich sagen. An sich werde ich jetzt aufräumen und ich würde sagen, wir sehen uns dann in die Tage. Ciao.